So, wir nehmen natürlich erstmal wieder die Kohle mit hier oben und versuchen uns dann mal ein bisschen nach unten abdriften zu lassen. Wie gesagt, wenn das nur so eine oberflächliche Tour jetzt wird, dann ist es so, dann haben wir wieder das, was wir haben. Ich meine, ein bisschen haben... Achso, ja, ich habe ja noch den Rest mitgebracht von vorhin. Weil ich das ja eh noch schmelzen muss. Habe ich gesagt, ich lege es gar nicht erst ab, sondern ich nehme es gleich mit. Voll kriegen wir das Inventar eh nicht. Wenn wir immer nur unsere goldenen 8 mitnehmen. Mit Kupfer einbezogen, ne? Ah, das könnte wirklich was sein da unten, aber... Ich will erstmal hier an der Oberfläche ein bisschen lang dackeln. Ich meine, wenn wir jetzt eine Tiefe hätten und eine richtige Höhle hier mit Diamant und sowas. Smaragd haben wir ja schon. Ja. Kohle haben wir, Kupfer haben wir, Eisen haben wir. Fehlen dann nur noch die 4, die wir nur in der Tiefe finden und wir hätten heute alle 8. Ja. Und den Gold habe ich auch dabei, siehst du. Haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5. 5 von 8 Erzen dabei. Ich mach das jetzt mal mit dem Kupfer hier, was soll's, weißt du? Können wir wenigstens... Ach so, da kommt ja immer ein bisschen mehr raus aus einer. Ja, aber können wir ja mal 2,64er mitnehmen, weißt du? Beispielsweise. Oh, 51, naja. Wie gesagt, lass mal 2,64er machen. So, haben wir. Gut. Ansonsten ist jetzt hier erstmal in dieser vermeintlichen großen Schlucht nichts mehr. Also noch ein bisschen Kohle hier. Naja, das da oben muss jetzt nicht sein. Da würde ich mal den einen Gang, den wir gerade freigelegt haben, mal nach unten gehen. Und gucken. Mhm. Beschaulich aus. Wow. Gönjamin hier. Bisschen Eisen und dann ist Sackgasse schon. Ich dachte, ich komme jetzt hier ins Tiefenschiefer. Was ja möglich wäre. Aber es geht auch noch in die Richtung und abgesehen von Kohle, die ich mir erstmal hole, weiß ich noch nicht, wie es dann weiterging. Ja. Weiß nicht, langsam habe ich auch keinen Bock mehr auf Kohle, weil das immer so Zeit wegnimmt. Man könnte ja so durchschießen, das wichtigste Zeug mitnehmen, weißt du, und dann wirst du wieder von Kohle hier angehalten. Und aufgehalten. Aber irgendwie ist es eben auch für die XP nicht schlecht, wenn man sie mitnehmen, weißt du? Es ist halt immer gleich so viel. So, ach komm, ich nehme auch mal Kupfer noch ein bisschen mit hier. Machen wir halt einen dritten 64er voll, mir egal. Das geht schon. Wenn wir jetzt hier nicht gleich die Mega-Höhle finden, was wir uns eh nicht mehr leisten können, dann müssten wir uns die markieren für die Zukunft. Guck mal, ist schon da. Ne, ich wollte gerade sagen, ist schon der dritte 64er, aber ist es nicht. vorsortieren. Bisschen Gelumpe hier lassen. Alter, hör auf jetzt. Ich will
Beispiel weiter darunter. Ich könnte auch einfach sagen, ich ignoriere sie, aber irgendwie jetzt, seitdem ich das mit dem XP so ein bisschen auf dem Schirm habe, weil ich eine Zeit lang immer, wie gesagt, immer Kohle ignoriert habe. Und weil ich auch gesagt habe, das Lager ist voll, weißt du? Aber jetzt, wo ich dann auch Kohleblöcke draus machen kann und wie gesagt, die XP ja irgendwie auch sammeln möchte, bin ich ein bisschen dazu gezwungen, die mitzunehmen. Naja, gezwungen ist auch ein falsches Wort, aber irgendwie, ich will und will gleichzeitig nicht und ach. Und zwar komplett unnötig, weil da geht es nicht mehr weiter. Geil. Dann war das mit der Kohle ja doch noch innovativ, ne? Aber wie gesagt, wir sind hier in den neuen Biomen. Wir könnten hier auf Tiefenschiefer und sowas treffen, in solche dunklen Höhlen. Deswegen würde ich hier in dieser Gegend schon mal noch gerne ein wenig rumsuchen. So. Also ich gehe dann erstmal aus der raus, laufe dann mal weiter Richtung NPC drauf und guck mal, was ich dann noch so habe oder finde. Und dann muss ich auch aufhören, es geht dann nicht mehr weiter, ey. Ich habe die Uhr im Auge und ich kann nicht so lange machen heute, leider. Also prinzipiell schon, aber ich will halt auch nicht erst die Nacht wieder irgendwann schlafen und morgen erst wieder zum Mittag aufstehen an meinem freien Tag. Ist auch immer scheiße. So, jetzt sind die 364 erstmal voll. Schnappen wir uns mal das noch und gehen erstmal wieder hier raus. Sonst war ja hier nichts mehr. Doch, Eisen. Einmal. Da waren wir, da sind wir hergekommen. Ja, ich weiß. Da komm halt mit. Aua. Ey. Alter. Spinnst wohl Meter, wa? Nein. Okay, pass auf. Ich mach mal gleich den hier. Oh. Die noch ersticken hier unten, oder was, hä? So. Ja, jetzt muss ich trotzdem wieder hier raus. Scheiße, du. Kannst du nicht ausdenken. Hm. Hey, dreimal innerhalb kürzester Zeit hier fast einen Tod gefunden, du. Das ist auch nix. Das ist nix für mich. So, da wir hier keine Lava haben, würde ich mal sagen, hau ich einfach mal. Doch, wir haben Lava. Ich weiß sogar wo. Aber ich hau einfach mal jetzt hier den Cobblestone ein bisschen raus, weil so viel muss ich nicht mit mir rumschleppen. Ich habe immer noch 264er. Aber einer reicht zum Mitnehmen. Und da werde ich mich ja wahrscheinlich wundern irgendwann, falls ich mal wieder hier lang gehen sollte, warum hier wieder so viel Cobblestone ist. Dann fällt es mir am Ende wie Schuppen von den Haaren. So, ach, da habe ich mir bestimmt mal eine Treppe gebaut. So, das war das. Jetzt haben wir hier sandigen Sand. Und hinten um die Ecke dann ja eigentlich schon das NPC-Dorf. Ein Pferd. Hier ist wieder was Größeres mit Wasser verbundenes etwas. Ja, eine Unterwasserhöhle, wie schön. Ist aber auch nur so lange schön, bis wir... Ach du Scheiße. Das war keine gute Idee, glaube ich. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein,
Okay. Das war übermütig. Die war größer, als ich gedacht habe. Und ob ich da jetzt wieder rauskomme, weiß ich nicht. Ach, scheiße. Ich muss mal hier durch. Die ist ja auch so tief wieder, weißt du? Nee. Das ist komplett mit Wasser gefüllt, die Scheiße. Ne, hier bin ich nicht hergekommen, verdammte Scheiße. Ah, das ist aber auch immer Scheiße, ey. Kein Bock hier zu ertrinken in dem Mist. Muss ich da auch unbedingt rein, weißt du, ey. Scheiße. Da ist der Ausgang. Oh. Erst fast ertrunken und dann fast erstickt, weißt du. So was brauchst du. Nee, das ist Mist. Das mag ich nicht. Ich will hier nicht sein. Gefällt mir nicht. Denn andere Höhlen. Halb Pferd. Ah, ich geh erstmal Nachbarn guten Tag sagen. War zu viel auf den Strecke. Hi. Schlafen eh alle. So, habt ihr hier noch irgendwo eine Höhle oder was? Weiß auch nicht. Kann ich nicht mal mit der Lore zurückfahren, weil die ist ja nicht hier. Hm. Schmutz. Da laufe ich mal. Ich gehe mal ein bisschen darüber so noch. Zu den Felsen. Och, hier du. Hey. Du bist ja auch süß, ne? So eine hätte ich auch noch gerne. Fehlt mir noch ein bisschen in der Sammlung. Weiß ich ja, wo eine ist. Fisch haben wir ja und hier rüber ist ja jetzt nicht so weit, ne? Platsch. So, jetzt nächste Wasser. Sämtlichste Höhlen, die wir jetzt hier gefunden haben, sind alle mit Wasser gefüllt. Das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht so schön. Was haben wir hier? Ist das wieder was? Auch wieder nur so eine scheiß Unterwasserhöhle. Ich will es eigentlich... Nee. Mm-mm. Machen wir nicht mehr. Nein. Also ich kann zwar lange unter Wasser die Luft anhalten hier mit dieser Kappe, aber nicht unendlich. Komm, ey. Ja, ich weiß, dass hier überall Kohle ist. Lass mich. Okay, das hier weiß ich nicht genau. Geht ordentlich nach unten. Naja. Fahren wir mit dem Fahrstuhl runter und gucken mal. Hi. Das aber jetzt auch nur sowas Kleines hier oder geht das noch irgendwo weiter? Wir haben schon mal Eisen, ja? Sehr cool. Wie gesagt, so ein kleines Highlight bräuchte ich heute schon noch. Aber wie es aussieht, werde ich das hier nicht finden. Das ist einfach nur wieder so ein Teil, wo du zwar runter kannst, aber dann nicht weiter. Und das heißt, dass es für uns schon wieder nach oben geht. So. Okay. Jetzt nicht wieder hier runter. Nicht so. Ja. Aber sonst hast du eben hier auch nichts, ne? Durch das Gebirge sind wir ja schon genug geturnt. Ah, ich hab keinen Bock drauf heute. Wasser. Kohle. Ach, scheiße. Ah.
Machen wir gleich weiter.